Mrs. Bill, do you want to jump on it? You've ruined all of it, shot. Eine Halluzination ist vor allen Dingen immer wirklichkeitsnah oder sozusagen ersetzt auch die Wirklichkeit. Und in dieser Richtung geht die Auswahl dieser Bilder, dass sie alle in einer Weise am Rand der Wirklichkeit sich befinden und die Wirklichkeit in besonderer Weise verwerfen, in eine andere Sphäre übersetzen, aber eben trotzdem noch irgendwo figurativ realistisch bleiben. Die Fiktionen, von denen wir ja alltäglich umstellt sind, sind auch sehr, doch diesen Künstlern sind ja auch ausgesetzt sozusagen, verarbeiten das. Also es gibt eine Welt, die ist wirklich da draußen, und es gibt eine zweite Welt, die ist fiktional. Und diese zweite Welt wird immer größer in Form von des Internets und überlagert sich mittlerweile auch vielleicht sogar über die echte Welt. Und ich glaube daran, das ist so ein bisschen die These dieser Ausstellung auch, steckt auch die Aktualität dieser Form von Malerei. Dass sie etwas wachrufen, hervorkitzeln, was vielleicht unseren Alltagserfahrungen auch entspricht. Es ist nämlich hinter dieser großen virtuellen Welt, die immer größer wird, die uns auch bedroht, ja, ganz konkret, Überwachung und so weiter, und dass wir auch einen Teil an sie abgeben, dass es dort eine dunkle Welt gibt, sozusagen eine dunkle zweite Welt, die da entsteht und die nicht mehr kontrollierbar ist. Und solche Art von Ängsten sind sehr aktuell und sehr konkret und sind vielleicht jetzt nicht eins zu eins in diesen Bildern eingeschrieben oder übersetzt, aber es ist, kann vielleicht zu der Frage eine Antwort geben, warum diese Art von Malerei so aktuell ist und sich so weltweit eigentlich doch als virulent darstellt. Nun, wir haben ein sehr heftiges Bild von der Malerin Alex Hennigkeit in der Ausstellung und haben das dann auch mit einem Vorhang auch erstmal geschützt, mit einem Warnhinweis. Und in demselben Raum befindet sich auch eine offen pornografische Malerei von Michael Kirkham. Aber das ist ja nicht das ist ja ein Teil nur der Fantasie, nicht? Das Abgründige und Verbotene und Tabuisierte, das auch Teil unserer auch Fantasie ist. Das soll genau in dieser Ausstellungschoreografie deutlich werden. Viele andere Mal Beispiele aus der Ausstellung sind ja doch dann sehr viel harmloser auch einzustufen und sehr für andere Bereiche in der Fantasie zuständig.